Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf. Wir waren stehen geblieben, als wir Kapitel 1 zu Villa Reinhold beendet haben. Und wir stehen gerade mitten vor einer riesigen Villa. Was uns darin wohl erwartet? Mal sehen. Und so erreichen der Professor und Luke nach ihren ersten Schritten sehnlichst die Villa Reinhold. Wollen wir hineingehen? Jawohl. So, also, Hinweis mit. Klar, als allererstes. Ich glaube, hier einer. Hier oben einer. Und hier ein Fenster ein. Das müssten alle gewesen sein. Haben wir das Geheimnis? Nein. Ich würde sagen, wenn wir hier nichts machen können, betreten wir da einfach mal die Villa. Mathieu. Willkommen in der Villa. Danke, dass Sie uns beehren. Ich bin Mathieu, Bediensteter der Familie Reinhold. Die Herrschaften warten im Salon. Frau Baronin bat mich allerdings, Ihnen zuerst etwas auszurichten. Sie mögen sich bitte dieses Rätsel ansehen. Erschrecken Sie nicht. Die Baronin hat einen seltsamen Sinn für Schicklichkeit. Versuch mal, bewegt das Streichholz. Ja, yeah, weil ich ja nicht weiß, wie man das Streichholz bewegt. Yippie. Ja, und drehen kann man das auch. Schön, zum Rätsel. Rätsel 0009. Ein Hundeelend. Dieses Rätsel ist 35 von 35 Picard wert. Die Streichschütze umstellen einen kleinen Hund da. Der wurde von einem Auto überfahren. Und naja, jetzt musst du zwei Streichhölzer bewegen, damit der Hund so aussieht, als wäre er gerade von einem Auto überrollt worden. Gut, wie macht man das? So, man könnte natürlich jetzt versuchen, hier die Beine zu entfernen, sodass er auf dem Boden liegt, aber hier steht ein Tipp. Viele Rätsel sind Sache der Perspektive. Geh nicht davon aus, dass du den Hund noch von derselben Seite siehst, wenn du fertig bist. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt von der Seite drauf gucken. Wir könnten auch von oben drauf gucken. Das ist nur noch ein kleiner Schritt bis zu dieser Lösung. Luke, here's my answer. Luke, here's my answer. Richtig. Critical thinking is the key to success. Und wir haben schon 52 Picarot. Nicht schlecht, Herr Specht. Vollkommen richtig, meine Hochachtung. Bitte verzeihen Sie noch einmal die ungewöhnliche Anfrage. Hier geht es entlang. Wir sollten die Baronin und ihre Gesellschaft nicht warten lassen. So, sollten wir doch, denn wir haben noch Hinweis mit uns zusammen. Hier ist noch eine und im Regal ein Rätsel versteckt. Das ist ja schön. Die Wände hier sind geradezu von Bücherregalen gesäumt. Der Baron war wohl ein belesener Mensch. Man muss den Geist stets behalten. Ja, ich hätte da noch ein Rätsel für dich. Interessant, ein Rätsel. Rätsel Nummer 010. Vier Zahlen. Dieses Rätsel ist 30 von 30 Picard wert. Ein Mathe-Rätsel. A, B und C, D sind einstellige Zahlen. Jo, hier seht ihr die Gleichung. Für welche Zahlen stehen A, B, C und D? So, gut, wie löst man dieses Rätsel am besten? Also, ihr müsst dran denken, dass diese Zahlen nur Zahlen von 1 bis 9 sein können. Das schränkt schon mal ein klein wenig ein. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich euch das am besten erkläre. Wie mache ich das am besten? Ach ja, genau. Ihr könnt mir anfangen. Bei der zweiten und dritten Zeile hier, die zwei Zeilen sind wichtig. Und zwar steht hier C minus B ist B. Das heißt, umgerechnet oder anders geschrieben, 2 mal B ist gleich C. Jetzt schaut euch bitte diese Reihe an. A muss also 2 sein, dann sieht die Gleichung genauso aus wie die hier unten. Wir haben also schon 2. Jetzt ist der Rest bloß nur ein Kinderspiel. Da ist 2, da 2. 2 mal 4 sind 8, das heißt hier kommt eine 8 rein. Das heißt, D ist eine 8. 2 plus 6 sind 8, das heißt C ist eine 6. Nun würde die Gleichung auch aufgehen. 2 mal 3 ist gleich 6.
Somit hätten wir hier eine 6 und hier eine 3. Fehlt bloß noch die Gleichung hier und die muss man ja jetzt noch nicht mehr lösen. Obwohl eigentlich leicht ist, 6 minus 3 ist gleich 3, okay. 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6 und die 8. Here's my guess. Das ist schön für dich, Luke. Richtig. Stimmt, genau. Yeah. Wie gefiel dir das Rätsel, Luke? Sieh es als eine Aufwärmung für schwierigere Rätsel an. So, nachdem wir nun das gemacht haben... Ja, hier ist die letzte Hinweis. So, wir könnten eigentlich schon nach oben gehen. Würde hier nicht noch ein Minispiel versteckt sein, das wir noch uns holen wollen. Professor, sehen Sie mal die beiden Gemälde hier. Wow, das ist ein schönes Bild, nicht wahr? Der Mann darauf ist bestimmt Baron Reinhold. Aber sehen Sie mal das hier, Professor. Wer ist wohl dieses hübsche Mädchen? Die Lage der Gemälde nebeneinander könnte Verwandtschaft andeuten. Vermutlich ist es seine Tochter. Da haben Sie voll auf Recht. Dieses Porträt zeigt Frau Flora, die Tochter des Herrn Barons. Verzeihen Sie meine Neugier, aber mir fällt Ihr großes Interesse an Kunst auf. Möchten Sie vielleicht diesen alten Rahmen mitnehmen? Er ziert einst ein bezauberndes Gemälde. Von dem Bild ist allerdings nur noch ein kleines Stück übrig. Du hast ein Gemäldestück gehalten. Das Gemäldepuzzle ist nun über den Koffer anwählbar. Hier kannst du Gemäldeteile zusammensetzen. Um auf das Gemälde zurückzugreifen, berühre erst den Koffer und dann auf das Gemälde zu holen. Das ist also ein Stück eines alten Gemäldes. Interessant. Schleimer. Öffnen wir den Koffer, öffnen wir das Minispiel. Überspringen wir die Erklärung. Im Grunde geht es bloß darum, die Puzzleteile richtig zu dem Bild zusammenzusetzen. Das erste Puzzleteil berühren wir und hier sehen wir den Bilderrahmen. Eine 90-Grad-Drehung nach rechts und dann setzen wir das hier oben in die linke Ecke ein. Zurück und zurück. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's mit der Story weiter. Yay. Zwischensequenz. Oh, you must be Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. No! Luke! Claudia, come back, sweetie! Oh, eine fette Katze. So, wie spreche ich jetzt Baron Dahlia? Wieso bin ich nur ständig von solcher Unfähigkeit umgeben? Es ist eine Katastrophe. Wo liegt das Problem? Oh, es ist einfach furchtbar. Mein lieber kleiner Schatz, meine Claudia. Claudia. Ihre Claudia? Meine süße Claudia, mein liebes Schatzilein, mein Knuddelchen. Mathieu, Mathieu. Wow, proppenvoll. Hinweis muss. In dem Gemälde war noch eins hier. Die Teppichkante war aus. Da gibt es ein verstecktes Rätsel hier oben. Das wäre auch noch nicht. Sehen Sie, Professor, ein verstecktes Rätsel. Rätsel Nummer 110. Ein Würfel weniger. Dieses Rätsel ist 20 von 20 Pikarakt wert. Auf der Abbildung siehst du 4 Würfel, bewege einen Streuthölzer, sodass nur noch 3 da sind. Ganz einfach. Dieses einfach senkrecht stellen. Und dann hier unten anfügen. So sieht es aus, als wären es bloß 3 Würfel. Eigentlich leicht. I think I've got it! I think I've got it. Professor, I've solved it! Yay! Kleinigkeit. Los, lassen Sie uns nach ein paar Rätsel suchen. Der hat, glaube ich, kein Rätsel. Sie sind Professor Layton, ja? Ich heiße Gordon und bin der Bruder des Barons. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Ich gehöre zu denen, die Ihre Dienste angefordert haben. Ich würde Ihnen gern mehr über die Situation erzählen, aber im Moment hören Sie besser auf die Baronin. Oh, es kommt Simon.
Simon. Ich bin Simon, der Neffe von Baron Reinhold. Mein Vater ist Gordons jüngerer Bruder. Und zumindest warte es, bevor er den Löffel abgegeben hat, wie man so charmant sagt. Nun, Sie wären also der berühmte Professor Layton. Ich hatte mir mehr erwartet. Wie dem auch sei, ich würde Ihnen gerne das folgende Rätsel stellen. Für einen Gentleman Ihres Formates sollte das gewiss kein größeres Problem erstellen. Wenn Sie so brillant sind wie mein allgemeiner Bart, das ist nicht das Wahre. Das war zu schnell. Rätsel Nummer 011. Kreis und Rechteck. Dieses Rätsel ist 20 von 20 Pikarat wert. Wie groß ist BD, also diese Linie hier? Also, wer darauf nicht... Ach nee, Quatsch. Wie groß ist A und A zu C? Gut. Leicht. Also, A und C ist gleich BD. Logisch, nicht wahr, wenn das so ein Rechteck ist? Und B ist der Radius des Kreises, der hier unten auch nochmal angegeben ist. 5 cm und 5 cm ergeben 10 cm. Das heißt, die Strecke AC ist 10 cm groß. That should do it. Achtet immer darauf bei solchen Rätseln, in welcher Einheit das Rätsel angegeben ist. Das heißt, nee, dass ihr mal die Millimeter hinschreiben sollt und ihr bloß Zentimeter hinschreibt, das kann nämlich auch passieren. Anscheinend ist die Köpfchen wirklich so patent, wie alle sagen. Verzeihen Sie meine Skepsis von vorhin. Sie scheinen in der Tat ein echter Rätsel, ein rechter Rätselkenner zu sein. Hielt sich weniger auf mich, wäre ich ja fast eifersüchtig. Sie sollten bis auf das hören, was Daniel Ihnen sagt. Sie kann schrecklich ungehalten werden. So, und was Daniel uns sagen will, das erfahren wir im nächsten Part.